Hi Freunde, Modman hier. In diesem Video zeige ich euch, wo ihr die Items für Phönixgeflecht optimal farmen könnt. Wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Um die perfekte Route zu finden, greife ich auf die New World Map zurück. Wenn ihr wissen wollt, was dieses Tool kann und wie es funktioniert, guckt gerne in meinem Guide zur New World Map. Den verlinke ich euch in den Kommentaren. Wir sehen direkt auf den ersten Blick, hier oben ist ein guter Spot, um Wirefiber zu farmen. Und hier gucken wir uns einmal den Spot näher an. Ich aktiviere nur noch kurz die Schnellreisepunkte, damit wir sehen, wo wir uns am besten hinporten können. Wir sind hier in Ebenholz und hier direkt am Schnellreisepunkt haben wir eine Vielzahl der Rohstoffe Wirefiber, die wir farmen können. Und das tun wir jetzt auch. Wir gehen in das Gebiet, wo wir Wirefiber farmen können. Doch zuerst ziehen wir uns unser Luckgear dafür an. Wie ich euch schon bereits vorgestellt habe, gibt es mehrere Rüstungsteile, die verstärktes Enterarbeiterglück geben. Damit habt ihr eine höhere Chance, euch legendäre Items aus dem Wirefiber zu ziehen, sag ich mal, also dass ihr das bekommt. Ebenfalls habe ich Buffwood dabei, das nochmal die Chance enorm erhöht. Wir haben jetzt 35 Minuten gefarmt, also quasi die Dauer eines Buffwoods, und das haben wir dabei gefunden. Knapp 3000 Drahtfasern, 26 mal das legendäre Item Schuppentuch und 12 mal das legendäre Item Blasenstoff. Ja, Freunde, das war mein Guide zum Herstellen von Phönixgeflecht und Farm von Drahtfasern sowie den legendären Items, die aus dieser Pflanze kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und mir helft, auf YouTube zu wachsen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und wünsche dir noch viel Spaß beim Farmen sowie in der Welt von New World. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen, euer Mottenmann. Ciao.